Kevin, hörst du das? Was? Das Telefon klingelt. Oh, jetzt höre ich's auch. Wo ist das? Ich glaube, das ist im Schlafzimmer. Ach, hier ist es ja. Hallo, hier ist Tamara. Oh, schade. Wir haben schon so einen Hunger. Okay, versuchen wir. Tschüss. Oh je, hoffentlich kriegen wir das hin. Du, Kevin? Ja? Mama hat gerade angerufen und hat gesagt, dass sie etwas später nach Hause kommt und dass wir dann selber versuchen müssen zu kochen. Ich hatte mal in der Schule Kochunterricht. Das kriegen wir dann bestimmt hin. Ja, das ist toll. Hier, heb mal. So, jetzt gehen wir erstmal Hände waschen und dann gehen wir in die Küche. Und dann bereiten wir alles vor. Gib mir mal das Handtuch. Ja, kommt gleich. Okay, danke. Und jetzt gehen wir in die Küche. Ja, ich habe schon einen Bärenhunger. Ich auch. Auf was hast du Appetit? Ich habe auf Würstchen und Schnitzel Appetit. Ja, das haben wir bestimmt da. Hier haben wir Würstchen und Schnitzel. Ich bereite das hier schon mal vor und du kannst schon mal den Tisch decken. Da freue ich mich schon mal drauf. Ich deck dann den Tisch. Das duftet. Ich denke noch 2-3 Minuten und dann ist das Essen fertig. Du siehst ja lustig aus. Ich bin auch gleich fertig mit dem Tischdecken. Oh, den Tisch hast du schön gedeckt. Da werden sich Mama und Papa bestimmt freuen. Ja, das denke ich auch. Hallo Kinder, wir sind da. Ja, wo seid ihr? Hier in der Küche. Hier riecht's ja gut. Ja, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Komm, lass uns schnell in die Küche gehen. Ja, mal sehen, was die Kinder gemacht haben. Hier sind ja unsere Meisterköche. Oh, das sieht aber lecker aus. Habe ich jetzt richtig Hunger. Komm, lass uns hinsetzen. Was? Ihr seid schon fertig? Ja klar, das war so lecker, aber wir haben dir eine extra große Portion übrig gelassen. Du hattest ja die meiste Arbeit. Yum, yum, yum. Das habe ich wirklich gut hinbekommen. Du kannst gerne auch öfters für uns kochen. Ja, gerne, Mama. Tschüss!